das hier da oben. Wir klettern einfach darauf, Captain, das Licht. So, der nächste Part beginnt. Es gibt sicher einen Notstromgenerator. Also haben wir nur ein paar Sekunden, bis das Licht wieder angeht. Das heißt, wir müssen mit dem Kreuz sein, wenn das Licht aufgeht. Kommen wir auf keinen Fall unbemerkt so dicht dran. Scusati, Signore. Antipasti? Hi. Nein, danke. Hi. Wie geht's Ihnen? Ciao. Hey, konzentrier dich. Ein Kellner bemerkt keiner. Könnte klappen. Das wird klappen. Okay. Gut, ich gehe zum Kontrollraum und stell den Strom ab. Dann bin ich der Kellner? Du bist der beste Taschendieb. Du gehst nach unten und behältst das Kreuz im Auge, okay? Gib Bescheid, wenn irgendwas Verdächtiges passiert. Alles klar. Okay. Hör zu, wir schaffen das. Bereit? Bereit. Okay, mir nach. Wir gehen durch den Keller. Victor, man sieht dir die Jahre echt nicht an. Danke, liegt bestimmt am veganen Leben. Ehrlich? Du glaubst aber auch alles Himmel, nein. Tommaso, Entschuldigung. Non ho ancora avuto il piacere. Stasera c'è tutto esaurito. Was machst du? Unseren Fluchtplan überdenken? Wird ziemlich haarig werden. Ganz ruhig. Wir hatten schon brenzligere Coups. Ja, ich weiß. Ich kann mir nur nicht vorstellen, was die mit uns machen, falls sie uns erwischen. Sam. Wenn es schief läuft, sind wir längst tot, bevor die uns erwischen. Beruhigendes Argument. Ja. Non sapevo che avessi iniziato anche tu nel ramo immobiliare. Ah già, all'inizio mi limitavo. Ich dachte, mein Französisch. Abstrakte Kunst ist eben. Jedenfalls kommen wir aus dieser riesigen Eistüte. Was ist das? Und sie brusten diese Treppenkopf. Ich gehe also rüber und will sie beeindrucken, also bestelle ich einen Crepe mit Zucker. Zum Weinkeller geht's da lang. Los. Oh, dieser Ort ist chic. Natürlich spielt sie dummen europäischen Techno. Scusi. Da wären wir. Okay, dann mal los. Verschlossen. Scheiße, die war doch offen. Und jetzt kriegen wir die auf? Nein, es ist elektronisch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Habt ihr gesehen? Keycard hinten links. Yep. Ich bin dran. Wow, wow, wow. Willst du das echt machen? Vor den Leuten hier? Ist doch nur ein kleiner Diebstahl. Na gut. Diavolo, non ho pagato così tanto. Vale neanche la metà.
die Wegweiser? Nein, ich wärme mich nur auf. Wie wär's, wenn wir das wie früher machen, ja? Ich lenke ab und du greifst zu, okay? Ja, gut. Los. Er hatte Zweifel. Ich sehe gern Profis bei der Arbeit zu. Okay. Na gut. Versuchen wir es nochmal. Die hier brauchen wir noch. Okay. Wird schon schief gehen. Wir melden uns. Dazu muss man sich für den Job auch schon mal aufdonnern. Sehr schick übrigens. Du siehst auch nicht übel aus. Ich fühle mich ja so fehl am Platz. Es tut so gut, jemanden zu treffen, der meine Sprache spricht. Auch wenn du Amerikaner bist. Na, dafür kannst du meinen Eltern die Schuld geben. Ich wollte gerade zur Bar. Kann ich dir was mitbringen? Ja, Scotch. Mit einem Eiswürfelchen. Nicht weglaufen. Nate. Mitbekommen? Ja, hab ich. Klingt, als gäbe dir eine Lady einen Drink aus. Ja, nicht ganz. Nadine Ross gibt mir einen Drink aus. Nadine Ross? Moment, gehört dir nicht diese Söldner-Army? Coastline? Shoreline. Ja, auch gut. Seid ihr nicht mal aneinander geraten?
So kann man es auch sagen. Zum Glück scheint sie nicht nachtragend zu sein. Ich wäre dann soweit. Okay. Hör zu, wir sind bereit, Sully. Du krieg keinen Ärger, okay? Ich versuch's. Bereit? Ja, legen wir los. Wir müssen rausfinden, wo sich die Kellner aufhalten. Am besten locken wir einen aus der Küche. Dann lass uns die Küche suchen. Mann, hier unten gibt's genug Essen für eine Kleinstadt. Machen die auch Hochzeiten? Oh ja, die haben alles im Angebot. Hochzeiten, Bar Mitzvahs und Schwarzmarktauktionen. Aber haben die auch einen DJ? Mist. Siehst du einen Kellner da drin? Nein, nur schwer bewaffnete Schläger. Was zum Henker ist das? Das Tor war nicht auf dem Baum liegen. Abgeschlossen. Klar. Okay. Plan B. Sind Lüftungsschächte. Nathan, schau dir das mal an. Ich hab was. Na bitte. Es werde Licht. Oder auch nicht. Du hast keine Dach. Ja, das geht auch. Schon Vorteile, einen Raucher dabei zu haben. Außer wenn man wegrennen muss. Oh Mann, mit Dämpfen hier drin werde ich ganz benebelt. Wie gut, dass Sully fährt. Vielleicht ist der Zugang hinter den Fässern. Das ist ein Haufen sehr seltener Jahrgänge. Ja, vielleicht begnügt sich Alcazar mit ein wenig Wein. Irgendwas sagt mir, dass das nichts wird. Hey, müssen wir uns Sorgen machen, weil Vector Nadine Ross anbaggert? Ich habe schon echt üble Sachen über ihre Leute gehört. Keine Angst um Sully. Der kann sich aus allem herausreden. Hier entlang. Hey, sieh mal die Lüftung. Da geht's raus. Yep, finden wir was zum Draufklettern. Ja, okay. Du musst mir nicht helfen oder so. Ich halte das Feuerzeug. Das Feuer.